Ja, hi und willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Survivor. In der letzten Folge haben wir den Planeten Jedha betreten. Wir haben Marin wieder gefunden, wieder getroffen. Und jetzt gucken wir mal, das Imperium ist auch hier. Wir haben uns schon so ein bisschen hier durchgekämpft, da sind ein paar Leute, die konnte ich alle voll abschnetzeln. Nein, mache ich nicht. Ich nehme mal für das Ding hier, oder falls ich gerade überhaupt hoch kann, hallo? Ja, wollte schon sagen. Der ist immer noch am Rutschen, Er stand auch nicht mal da. Da hat Papa Macht. So. Ja, Imperium ist ja auf Achse. Wir auch. Wir müssen zur Ziers Basis gehen, ne? Dann treffen wir vielleicht das hier und die kann uns dann irgendwie helfen, weil hier ist irgendwie so ein Sandsturm gerade am Toben, ne? Da unten sind eine Menge imperiale Leute. Ich glaube, da soll ich auch runter. Und, oh Gott. Oh. Ein Skrytenbau. Aber wo ist der Skryten? Ah, ne. Nehmen wir uns den gemeinsam vor. Oh, das fühl ich. Oh, ich dass die ganze Zeit au, im Sand rumlungert. Oh, ich kann ihn gar nicht treffen. Kann ich eigentlich im Springen auch werfen? Au. Ich habe gesagt, ich muss das hier machen, ne? Jetzt machen wir den Platz. Okay. Okay, das war ziemlich chillig. Ich fühle mich etwas unterfordert. Hilfst du mir? Muss ich? Okay. Danke. Sir wäre enttäuscht, wenn ich dich in der Wüste zurücklassen würde. Ich will nicht mal ein bisschen freundlicher zueinander sein. Muss immer ein bisschen sass dahinter sein. Ja. Ja, wenn man irgendwie einen Begleiter hat, ist das Spiel irgendwie tausendmal einfacher. War irgendwie so ein kleiner Gemütlichkeitsboss. Weil er hat dicke Schaden gemacht. Meinst du wirklich, du kannst eins zähmen? Pass mal auf. Du magst mich. Sie sehen aus wie diese Fischviecher. Also komm. Nur auf vier Beinen. Brauchst du Hilfe? Danke. Aber ich schaff's auch so. Na los. Okay. Wow. Wow. Wie majestätisch. Langsam, langsam. Was für ein majestätisches Ross, aber da liegt noch was. Also muss ich ja runter. Eine Oase! Wir sind gerettet! Jetzt haben wir die Kraft, die Kreuzung zu erreichen. Mögen die Jedi über uns wachen. Oh. Ja, da haben wir ja letztens Folge herausgefunden, dass hier vielleicht Jedis gewesen sind, ne, auf diesem Planeten. Gelebt haben, verehrt worden, keine Ahnung. So, ey, guck mal da. Wo sind das? Kann man bestimmt erreichen mit dem Ding, ne? Oh. Da liegt auch noch was. Vielleicht kann jemand in Sias Basis was damit anfangen. Ah, ich wollte schon sagen, ich werde doch bestimmt hier abspringen können. Und jetzt
haben wir Zeit, uns auszutauschen. Da hast du recht. Es ist Jahre her. Du hast sicher die gesamte Galaxis gesehen. Beinahe. Wie war's? Großartig. Die sinkende Stadt Kurator. Die Klippen von Persaia. Die Galaxis leidet. Aber es gibt immer noch Schönheit. Begegnungen mit dem Imperium? Ja. Es sind dunkle Zeiten. Ich habe möglichst vielen geholfen. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Geht mir genauso. Wo auch immer ich war, habe ich oft an dich gedacht. Gut gemacht. BD einfach nur so, oh mein Gott, sucht euch einen Raum. Ah, hier waren wir schon, ne? So, öffnet sich na wieder. Kann ich jetzt auf der durch den Sand hier reiten, ohne dass das eine Viech mich angreift? Oder ist das jetzt gar nicht mehr da? Sieht sehr merkwürdig aus. Oder ist das Viech jetzt hier irgendwie tot, weil wir halt bekämpft haben? Da kann ich da hoch, oder? So ist es gut. Kann ich da klettern? Ich glaube nicht, ne? Ah, kann man jetzt hier so hochklettern? Die Animationen sehen ein bisschen merkwürdig aus. Kollege! Ruhig, langsamer. Sehr komische Animation. Ich glaube, ich habe mein Ding kaputt gemacht. Ja, guck sich da mal einer an. Das Viech ist da am Rumlaufen und die Imperialen sind da einfach am Rumstehen. Ha, wie majestätisch. Ich habe noch nie so einen Sturm gesehen. Es ist schwer zu sagen, wie lange einer dauert. Wir sollten nicht warten, um es rauszufinden. Ganz meine Meinung. Ich bin irgendwie falsch aufgesattelt auf dem Viech. Ich habe das kaputt gemacht. Aus dem Weg gegangen. Warum besuchst du sie jetzt? Ich brauche ihre Hilfe. Wir suchen etwas, das mit dem Orden zu tun hat. Interessant. Bist du noch wütend, weil wir gegangen sind? Ich habe es nicht kommen sehen, dass jeder von uns getrennte Wege geht. Ich verstehe, Cal. Aber wir hatten unsere Gründe. Aber ich kann gar nicht absteigen oder irgendwie. Langsam, mein Freund. Dann komme ich doch den ganzen Weg zurück zum Dings hier. Nee, glaube ich nicht. Diese Animation bitte aufhören. Also jetzt will ich irgendwie Sport spielen, ey. Irgendwie auch irgendwie so komische Kreaturen erschaffen kannst. Die Animationen auch irgendwie voll verkorkst sind. Kann ich mal auf die runterfallen? Wie ich es einfach sofort probieren wollte, ne? Spamil, Freund, geht das nicht schneller? Oh Gott, das sieht ja noch merkwürdiger aus. Ein bisschen schneller! Hühot! Hühot, was ist das hier? Schneller! Oh, ich muss sogar rennen. Und das mit diesen Animationen, ey. So, boah, sieht aus, als wäre so ein riesiges Viech, das da gerade rauskommt. Alter, war doch gerade irgendwas. Das Spamel hat Angst. Es wehrt sich. Genau so. Das ist das nächste Viech. Da wir sind tot. Oder auch nicht. Ich wünsche mal, ich habe da gerade was Blaues gesehen. Ich bin da voll vorbei geritten. Oh Mann. Da war gerade irgendwie so ein großes Viech, ne? Marin, kannst du mich hören? Ich sehe sie nicht, BD. Hallo? Kannst du mich hören? Hier lang! Marin, wir kommen! Du bist okay. Vorerst. Wohin jetzt? Wir müssen in Bewegung bleiben. Wenn ich doch noch meinen Bart hätte, er würde mich vor den Sand schützen. Ja.
Oh Mann. Was? Wo ist das Schwarmehl hingelaufen? Das Spiel gibt keine Rolle. Ich würde mir sagen, du kümmerst dich nicht um die Sicherheit von dem Viech. Also das war eigentlich Wagen. Ist ein bisschen komisch gelaufen, aber es war ihn trotzdem lieber, okay? Was ist mit dem passiert? Ich habe ihn noch gar nicht getroffen. Ja, was geht, na? Oh mein Gott. Wir tun absichtlich aufhören. Ein AT-ST? Da kannst du ihn mal kurz festhalten. Oh, ich glaube, ich habe das. Jetzt habe ich keine Raketen mehr, verdammt. Komm mal her, du Stück. Oh. Ich will die Dinger auf dich zurückschießen. Schnapp dir näher. Oh, komm her, Stück. Hallo, na? Oh, kann ich da einsteigen, bitte? Another happy landing. Hörst du das? Das ist doch nicht etwa. Das Spamier muss Unterschlupf gefunden haben. Hier lang. Und es tut zufällig uns wieder finden. Das Spamier hat uns gerettet. Stimmt, jemand anders. Ihm, dass es uns zurückgelassen hat. Einverstanden. Ey, yo, was geht, na? Und dann haben wir es gegessen. Na schön. Das sollte für die Nacht reichen. Setz dich. Was haben du und BD erlebt, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben? Wir hätten nicht irgendwie in den Ruinen von vorhin irgendwie Unterschlupf suchen können, oder? Wie immer. Das Imperium bekämpfen, aushelfen, wo es geht. Wir konnten nirgendwo lange bleiben. Und ich glaube, wir sind auf etwas gestoßen. Ein Ort, wo das Imperium uns nicht finden kann. Aber ich müsste den Kampf aufgeben. Und viel mehr als kämpfen kann ich nicht. Cal. Sieh in das Feuer. Es schenkt dir Wärme. Es lässt dich nicht allein. In dunklen, einsamen Nächten, oder? Doch lässt man es außer Acht, werden die Flammen alles auf ihrem Weg verzehren. Bis nur noch Asche übrig bleibt. Also ein warmes Feuer unter der Brücke. In kalten Nächten aber, Nächten wie dieser, ist ein wärmendes Feuer perfekt. Und die Gesellschaft ist auch nicht übel, oder? Hab dich vermisst, Maren. Ich dich auch. Ich konnte nicht bleiben, Cal. Ich musste erst lernen, die Galaxis auf meine Weise zu sehen. Was hast du gefunden? Mich selbst.
Im Angesicht aller Wesen und Welten, auf die ich stehe. Datomir bleibt natürlich meine Heimat, aber es kann nicht bestimmen, wer ich bin. Mir war nie klar, warum du gegangen bist. Aber jetzt, wo wir hier sitzen, glaube ich, du hast das Richtige getan. Hat er jetzt Albträume gehabt? Ah, ne. Nur so am Zittern. Hat sich gedacht, oh, wie süß. Ja, meine Klamotten irgendwie so voll verbuggt. Du hast eine Stelle übersehen. Morgen. Das Wetter hat aufgeklärt. Können wir jetzt erkunden, nach etwas zu essen suchen endlich. Okay. No. Boah, kann ich jetzt den ganzen Weg hier nochmal zurückgehen? Pff. Frage ist jetzt, ob da auch irgendwie was war, ne? Hier lang. Die Basis ist nicht mehr weit. Zum Beispiel hier. Meditationspunkte. Fähigkeiten. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich überhaupt was noch holen kann. Ne? Hier gibt bestimmt einige Sachen. Nur zwei. Paradeschub. Nein. Muss mal langsam gucken, was ich hier noch so hole. Magnet benutze ich nicht so oft. Wie viel Macht durch ein erfolgreiches Präzisionsausweichen? Ja, dieses brauche ich nicht. Ich würde sagen, das dann, ne? Ich meine, am besten wäre, wenn das. Ich benutze das nicht so oft, aber wenn ich das dann benutze, dann soll ich das vielleicht. Weiß ich nicht, ne? Blockanzeige. Das klingt natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber. Ja, ist auch schon wieder so gimmick-mäßig irgendwie sowas. Ich hole mir hier das. Größeres Festhalten. Verlängert die Dauer und hoffentlich. Die Aufladerate davon wäre natürlich auch nicht schlecht. Ne? Der erste Angriff gegen Feind unter dem Einfluss von Verlangsamen hebt den Verlangsamungseffekt nicht auf. Ah. Also war das doch so die ganze Zeit. Ich habe mich schon gefragt. Ich wollte sagen, sobald ich die Gegner nämlich einmal angreife, hört der Effekt schon wieder auf. Ich wusste alles so. Hab ich doch gewusst, ey. So. Auf die Gefallen. Oh, ich kann gar nicht hier zurück. Wie kann ich nochmal meine. Geht gar nicht, ne? Ich komme ja gar nicht zurück. Na gut, so viel dazu. Okay. Dann eben nicht. Immer weiter nach vorne, ne? Leben halt nicht in der Vergangenheit, wir leben in der Zukunft, ne? Oder in der Gegenwart. So, ist das ein Stim? Krieg ich einen Stim? Ich glaube, ich kriege hier einen Stim. Ha. Darf ich? Du? Nein. Oh. Okay. Da. Achtung, BD. Jawohl. Ein Stim dazu. Das macht den Daniro froh.
Wir haben unseren ersten Sturm zusammen überlebt. Ja, das haben wir. Das war romantisch. Wieder getroffen haben. Wie lange bleibst du auf Jella? Ich weiß nicht, aber ich freue mich auf Grease. Wie geht es ihm? Nicht schlecht. Er hat eine Kantine eröffnet. Pailun Saloon. Er hat ihn nach seiner Urgroßmutter benannt? Nichts ist für Grease wichtiger als die Familie. Aber ich sehe, wie seine Urgroßmutter heißt. Wo bin ich hier? Wie komme ich da hin? Aber noch wichtiger, was ist da unten? Gar nichts, ne? Muss da halt gucken. Okay, ich habe schon gesehen, da kann man wieder hoch. Also haben wir nur ein paar Sekunden verschwendet, die er nie wieder bekommt. Ja, und jetzt. Hier. Ha. So. So, haben wir schon wieder irgendwie, weiß nicht, irgendwie schon zwei Bosse in letzter Zeit erledigt, irgendwie, also Bosse in Gänsefüßchen, ne? Wo ich die nicht irgendwie als Bosse bezeichnen kann, wenn, ey, das kommt mir doch bekannt vor, das war doch auch auf Dings, ne? Na, ich dachte, da wäre eine von diesen Ruinen, die wir auch auf Kobo gefunden haben. Wohl seine nächsten neue alte Bekannte. Hallo, mein Freund. Es ist wirklich schön, dich wiederzusehen. Okay. Was ist der Typ aus dem? Welch eine Ehre. Ich nie gehofft, euch kennenlernen zu dürfen. Ist der Typ aus den Holo-Aufzeichnungen von BD aus dem ersten Teil. Sie hat mir alles erzählt. Im Angesicht eines übermächtigen Gegners hast du Tapferkeit und außerordentliche Weisheit bewiesen. Du hast gut gewählt. Nun, so weit würde ich nicht gehen. Das Imperium hält die Ruinen. Ihr müsst einen anderen Treffpunkt finden. Unerfreulich. Wenigstens verwischte der Sturm eure Spuren. Kommt, ich werde euch hineinbegleiten. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen Toten sehe. Ich habe irgendwie gar nicht irgendwie so. Habt ihr die Seifer gefunden? Nur verblasste Spuren ihres Weges. Irgendwie nicht so auf dem Schirm gehabt, dass der vielleicht noch erleben könnte. Weil wir ihn nur auf Holo-Aufzeichnungen gesehen haben im ersten Teil. Letztlich inspirierte mich dieser Fehlschlag, andere Überlebende Jedi zu suchen. Diese Suche führte mich zurück zu meinem alten Schüler. Zum Archiv geht's hier entlang. Muss ich in die Mitte? Okay. Wie ist es dir ergangen, Kerl? Das klingt nicht gut. Ein paar Schrammen, aber ich atme noch. Und ich freue mich darüber. Ich habe vor über nicht so langer Zeit Neuigkeiten über einen Jedi-Terroristen auf Coruscant gehört. Du warst auf Coruscant? Ich bin Terrorist. Ich bin aber gar nicht nach mir. Hey! Also, Dementis hat wohl auch schon bessere Tage gesehen. Du solltest die anderen sehen. Warum sind wir nochmal nicht direkt hier hingeflogen? Da gab es irgendwie eine Erklärung, ne? Finde ich ja schön, dass der jetzt irgendwie da hingeflogen ist. Danke, Grease. Aber ich habe Hunger. Ja. Oh. Ich weiß nicht, warum ich solche Gedanken immer ab, irgendwie irgendwo runterfallen zu wollen. Ach, mein Leid hat endlich ein Ende. Willst du das Archiv nicht sehen? Doch, boah. Diese Basis ist wenn er sich halt morgen ja, oder übermorgen. Die Präsenz des Imperiums ist in den letzten Jahren gewachsen. Sie sind viel zu stark für einen direkten Kampf. Aber wir tun, was wir können. Sehen Sie das?
habe das Gefühl, da sind einfach noch viele. Natürlich ist es entscheidend, dass unsere Arbeit unbemerkt bleibt. Welche Arbeit genau? Du fragst sie ja besser selbst. Gibt es eigentlich irgendein Star Wars Spiel, wo man als Imperiale spielt und einfach nur irgendwie Rebellen tötet? Außer Star Wars Battlefront. Kalt, stürmisch und so viele, wo man einfach Terrorismus nur betreibt. Als Imperiale. Aber leider wird es mit jedem Tag häufiger. Wo habt ihr den Sturm überstanden? In einer Höhle hinter dem alten Markt. Unser Spamil-Freund hat uns den Weg gezeigt. Du schließt neue Freundschaften, wo immer du hingehst. Vielleicht ein Überlebensinstinkt. Ich habe imperialen Funk abgefangen. Ich wollte schon sagen, da steht ein Imperialer. Dein Ruf wächst stetig. Lag Angst in ihren Stimmen? Durchaus, ja. Gut, wie fühlt ihr euch? Besser. Der Tee, den du mir gebracht hast, war wundervoll. Oh mein Gott, ist das eine echte imperialische Rüstung? Ja. Was ist das? Ich kann den Lift noch nicht benutzen. Oh. Ja, warte jetzt. Warte, bis da jemand aussteigt. Und nur sonst welche Irren irgendwie drauf drin sein. Machen wir dann, als wenn da Imperiale sind. Was, wenn da Darth Vader auskommt? Oh mein Gott, meine Macht. Beeindruckt das Ding überhaupt nicht. So. Oh, oh. Meister Cordova und ich warten auf Grease. Ah. Ich muss schon. Okay. Konnte ich eigentlich zwei verschiedene Farben auswählen? Ich glaube nicht, ne? Hey. Okay. Das ist ein bisschen unnötig kompliziert für eine Tür. Oh, das Archiv. Aber ist das Archiv komplett hier? Versuch's weiter. Bruder Amias bricht nicht einfach so den Kontakt ab. Cal Kestis. Okay. Komm auf Jeddah. Ich wusste, der Sturm würde dich nicht aufhalten. Ihr baut die Tempelarchive wieder. Keine Haare mehr, super Mönch-Style. Solange dieses Wissen existiert, wird das Vermächtnis der Jedi überleben. Es ist unglaublich. Aber etwas sagt mir, dass es hier nicht nur um Holobücher geht. Ja. Wir sind Teil eines Netzwerks. Es heißt der versteckte Pfad. Wir bieten den vom Imperium Verfolgten sicheres Geleit und eine neue Identität zu ihrem Schutz. Vom Imperium Verfolgten wie... Wie überlebende Jedi? Nur wenige von uns sind übrig. Aber ja, außerdem Machtbegabte und ihre Helfer. Wieso weiß ich davon nichts? Du hast nie gefragt. Außerdem sagt man, du willst nach ganz oben auf die Fahndungsliste des Imperiums kommen. Ich wollte der Galaxis beweisen, dass das Imperium nicht unverwundbar ist. Dass du dich wehren kannst. Dass du kämpfen musst, damit es besser wird. Aber dann hören sie auf die Propaganda und glauben trotzdem frei zu sein. Tja, du hast einen schweren Weg gewählt. Ja, und ich habe dennoch nichts erreicht. Nun, während das Imperium hinter dir her war, konnten wir dieses Netzwerk aufbauen. Verbündete finden und Leben retten. Als ihr gegangen seid. Ich dachte, ihr gabt auf. Ich lag falsch. Kerl, du warst noch ein Kind, als sie dich in den Krieg geschickt haben. Es gab mal eine Zeit, ich erinnere mich gut, in der die Jedi mehr waren als nur Waffen. Aber
Wir haben beide unsere Aufgaben in diesem Konflikt. Deswegen bin ich hier. Sia. Ja, ist denn das zu fassen? Hey, Sia. Es mangelt diesem Ort hier wirklich nicht an Charakter. Aber auch ein wenig unheimlich hier. Es ist schön, Sie zu sehen, Grease. Hallo, hallo, HBD. Okay, okay, okay. Und? Wie war's in der Wüste? Der Sturm hat unsere Spuren verwischt. Aber das Imperium hat einen eurer Speeder zerstört. Das ist ein geringer Preis für eine sichere Ankunft. Und wer ist das? Das ist Border Kona. Er ist ein Freund. Schön, euch endlich kennenzulernen. Oh, Achtung! Großer Typ, großer Ärger! Hey! Endlich wieder vereint! Ja. Schön. Was führt euch nach Jeddah? Wir suchen einen verschollenen Planeten. Ternalor, sagt euch das was? Er liegt auf der anderen Seite eines tödlichen Nebels namens Kobo Abyss. Unser Archiv ist längst nicht vollständig, aber Meister Cordova wird sich der Sache annehmen. Die Archive sind unvollständig? Das Problem ist, dass wir nicht die Einzigen sind, die diesen Ort suchen. Ich wusste, dass es zu einfach klang. Sein Name lautet Dagon Gera. Er war ein Jedi. Jetzt führt der Plünderer im Outer Rim an. Es gibt einen alten Tempel dort. Dagon will ihn zurückerobern. Ein Jedi-Tempel außerhalb der Reichweite des Imperiums könnte bedeuten, dass es dort Informationen gibt, die wir nicht im Archiv haben. Ich glaube, ich habe da was. Ja Gott, die Archive sind unvollständig. Oh, zu folglich, BD. Zuerst die schlechten Nachrichten. Oh Mann, der kennt sein Publikum. Ich habe keine Informationen über das Durchqueren des Kobo-Abyss gefunden. Aber ich bin auf zwei Vermerke zu diesem Dagon Gera gestoßen. Er hatte eine Zuflucht auf Kobo. Und die Aufzeichnungen zeigen, dass er regelmäßig ein Labor auf dessen Mond besuchte. Okay, das überprüfen wir. Wenn er Zeug nach Kobo. Bringt es mir. Ich freue mich, wenn ich helfen kann. Danke. Euch beiden. Gern geschehen, Kerl. Hoffentlich findest du, wonach du suchst. Möge die Macht mit euch sein. Und mit dir. Okay. Also, wir müssen jetzt zurück nach Kobo. Wir waren noch gerade da. Ich bin das heute wieder unten dahin gegangen. Zerstörter Mond. Nachforschung. Okay. Ich leite dich zurück zur Mantis. Du kommst also nicht mit uns? Ich kann nicht. Warum nicht? Ich habe keinen Bock. Was ist dieser Raum? Warum? Oh. Hier gibt es Zeug zum Interagieren. Okay, cool. Na gut. Also sind wir jetzt wortwörtlich nur hingegangen, einfach so Bescheid zu geben. So, Hammer. Wir haben da was voll krasses gefunden. Jetzt müssen wir wieder zurück. Na, gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Da kann ich rein. Meister Cordova hatte meine Übersetzung einer späteren Version der Allokution gebeten. Welche Form? Der Cantus Planus, Bruder. Seltsam. Also, Bruder. Verpasst ihm die neueste Reduktion. Ich habe nicht das Recht zu fragen, Bruder. Aber ich muss um Aufklärung bitten. Warum billigen wir ein solches Gesuch? Die Alten haben uns verboten, unsere Rituale mit Fremden zu teilen. Gepanzerte Invasoren trieben die Ahnen nicht in den Untergrund. Zeiten haben sich geändert. Außerdem ist er im Auftrag von Meisterin Janda hier. Nicht Nagis, das steht fest. Aber schwerlich ein Außenstehender. Mach, was dir gesagt wurde. Ja, Bruder. Alles klar, Bruder. Da geben die sich so eine... So ein Fistbump. So ein Chestbump. Zum Glück haben wir sie vor dem Imperium gefunden. Ja, da war es hier eigentlich mit dieser Schriftrolle, die muss ich ja auch noch abgeben, ne? So, ich soll vielleicht mal auf der Karte gucken, da macht es vielleicht ein bisschen einfacher, ne? Mit der Navigation. Irgendwie erwarte ich hier die ganze Zeit irgendwie so einen Trainingsraum zu finden, wie bei... Wie in Episode 4 irgendwie, wo Luke irgendwie mit so einer Drohne trainiert hat. Ich nehme an, ihr habt beide Eusens Lämmer studiert? Ja, Schwester. In der Tat, Schwester.
Dann könnt ihr mir vielleicht das Paradox im fünften Buch erklären? Eusen erforscht die Antinomie der Erleuchtung. Das ist ein Paradoxon über die Unvermeidbarkeit von Zyklen. Ich höre. Erleuchtung wird als zyklusbrechend definiert. Aber laut Kanon muss man den Zyklus durchleiden, um erleuchtet zu werden. What? Je mehr wir den Zyklus durchbrechen wollen, desto mehr verkörpern wir ihn. Denn indem wir ihn akzeptieren, werden wir erleuchtet. Und durchbrechen so den Zyklus. Richtig. Und was bedeutet das? Ich finde, die Bedeutung ist klar. Man findet nicht durch Logik zu wahrer Erleuchtung. Ah, das Lemma beschäftigt Gelehrte seit Jahrhunderten. Aber euch ist seine Bedeutung völlig klar. Also, ich... Denkt an den Kanon. Es gibt keine Wahrheit außer der Wahrheit aller Dinge. Es gibt kein Wissen außer der Macht aller anderen. Bruder, wirst du das fünfte Buch noch einmal lesen? Und wenn du schon dabei bist, die vorherigen gleich mit. Ja, Schwester. Wir haben Glück, BD. Kurz zusammengefasst, ihr seid doof. Lest Gefäß mehr. So, jetzt bin ich hier. Bin ich hier gewesen. Oh Gott. Boah. Das ist schief. Ja, ich werde natürlich noch nicht nach Kobo zurückkehren, weil es hier ganz bestimmt noch irgendwelche coolen Sachen gibt, ne, die wir erkunden können. Dich das fünfte Korollarium überzeugt? Überzeugt? Das nicht. Aber berührt. Die Poesie war inspirierend. Leider enthielt sie keine, gar keine konsistente Ontologie. Ich höre denen immer zu, vielleicht machen die irgendwie so Anspielungen irgendwie auf andere Star Wars Sachen, ne? Aber scheint wohl nicht der Fall zu sein. Außer wenn es, es ist wirklich doch der schön, Fall ist. Zu sehen, Marin. Was führt dich nach Jeddah? Ich habe auf meinen Reisen eine Gruppe getroffen. Ihr Ziel ist es, Machtbegabte vor dem Imperium zu verstecken. Hast du schon mal vom versteckten Pfad gehört? Oh. Schwere Taske. So wie Taskenraider. Ah, da ist der Aufzug, ne? Den wir gerade gesehen haben, glaube ich. So, ich nehme an, bei dir kann ich irgendwas mit diesen Schriftrollen machen, ne? So, Werkbank muss jetzt nicht sein. Seid gegrüßt, Jedi-Ritter. Mein Name ist Schwester Task. Ich bin Kerr. Task. Die Nachricht eurer Ankunft hat sich rasch verbreitet, o Edler. Meisterin Janda schätzt euch sehr. Ja. Sie und ich haben gemeinsam viel durchgemacht. Mein PC-Bildschirm ist gerade ausgegangen. Ist voll mit verschollenen Artefakten eures Ordens. Zusammen mit anderen Traditionen. Hey, Aufnahme ist am Laufen. Rollen oder andere interessante Objekte stoßen, würde ich gerne einige von mir ausgegrabene Schätze dafür eintauschen. Habe ich. Ich sag euch Bescheid, wenn ich etwas finde. Wir stehen in eurer Schule. Du wusstest ja schon, als ich die eintauschen kann, bevor ich dich überhaupt kannte. Ich habe viele Kuriositäten für euch. Ah, hier können wir Lichtschwertteile können wir hier holen. Cool. Und Farben. Glaube ich. Das passt zu euch, o Edler. Ich glaube, ich will erstmal so ein bisschen Farben und so haben. Ja, her damit. Das nehme ich. Die Weisheit, die ihr beschafft habt, ist ein Segen für uns alle. Hm. Okay. Ich will mal so ein bisschen das. Oh, warte mal. Geht nicht. So, Lichtschwert von Rebern so nachbauen. Oh, ich glaube, das sieht schon relativ ähnlich aus. Bin mir nicht sicher. Ich habe gar nicht auf. Warte mal, letztes Mal habe ich gar nicht drauf geachtet, glaube ich. Einfach nur gesehen, so, oh, das ist neu. Das will ich haben. Du bist die Reisende. Hast du irgendein System gefunden, wo der lange Arm des Imperiums nicht zu spüren ist? In keinem, das ich besucht habe. In dieser Wüste verstreut befinden sich unzählige Ruinen. Eine von ihnen könnte ein perfekter Unterschlupf für den Pfad sein. Hm, ist irgendwas Grünes noch? Hm, See? Was hat der Aufzug? Hm, ach, das ist eine Werkbank. Na gut.
Oder geht es denn noch irgendwo Neues hin? Bro, jetzt bin ich wahrscheinlich. Nee, schon wieder was Neues. Okay. Geiler Mechanismus. Aber auch ein bisschen unnötig so. Der Weg ist versiegelt, Fremdling. Wieso weiß ich ja. Es tut mir leid, Jedi. Das Tor muss geschlossen bleiben. In der Nähe wurden imperiale Patrouillen gesichtet. Ich verstehe. Okay. Dann mache ich die halt platt. Hallo. Ist das ein Speeder? Kann ich auf einen Speeder? Alte Aratek Speederbikes. Während der Klonkrieger habe ich viele davon gesehen. Das sind nur die vom Imperium. Ich bin aber nie eins gefahren. Das Gefühl, irgendwann werden wir damit fahren. Gab's das nicht auch in Jedi Knight? So viele Anspielungen. Oh, guck mal hier. Plündern. Solar, ich habe ein BD1 da gefunden. BD3. Oder BD1, ne? BD1, BD3. Ich sollte halt eigentlich wissen, wenn ich das Spiel hier schon und den ersten Teil gespielt habe. Aber nein, tue ich nicht. Ich habe es vergessen. Bericht, Schwester. Wir haben auf dem Kamm zwei weitere Patrouillen geortet. Wo sind sie hin? Zurück nach Süden. Sie haben eines unserer Lager so knapp verfehlt. Der Sandsturm spielt uns in die Karten. Er hat vermutlich alle Spuren verwischt. Behaltet den Horizont im Auge. Kontaktiert mich, wenn sie zurückkommen. Ja, Bruder. Versucht wild zu schreien, um sie zu verscheuchen. Uga, Uga, Chaka, Chaka. Mehr war ich doch gerade, oder? Ja. Okay. Uga, Uga, Chaka, Chaka. Die Tür habe ich eigentlich gerade geöffnet. Die da, ne? Hm. Hier ist auch noch was. Au. Was? Ach, die müssen beide hängen. Ah. Wo bin ich? Wo bin ich? Oh Gott, ich nehme an, da kann ich nicht runter, ne? Warum ist dieser Ort hier? Muss doch irgendwas geben. Mir geht die Karte auch irgendwie nicht weiter, von daher. Na gut, dann gehen wir eben ja, dann gehen wir eben hier raus. Tun auch so ein bisschen den Planeten hier erkunden, bevor wir runtergehen, ne? Könnte noch mal den Machtriss dann versuchen, aber ich bin jetzt nicht sehr viel stärker. Ich würde da vielleicht mal reingehen, wenn ich irgendwie mehr, ja, okay, aber ich habe einen weiteren Stim jetzt. Und ein bisschen mehr Macht, ne? Boah, keine Ahnung. Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Oh. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Cordova sagt, er hat euch gefunden, als er andere Jedi-Überlebende suchte. Ja, kaum zu glauben, dass uns das Schicksal nach so langer Zeit wieder zusammen. Ich habe die Haare abge. Wir hätten dieses Glück brauchen können, als wir das Holocron gesucht haben. Ich weiß. Glück oder Schicksal. Ich voll auf Mönchmodus. Lebt und bei uns ist. Ja. Und ja, kam irgendwie aus dem Nichts, ne? Ist der Jedi zu bewahren und sich dem Imperium zu widersetzen. Ah, Kel. Ich hatte gehofft, wir könnten etwas besprechen. Es gibt eine Stätte, eine ziemlich alte sogar, im Norden der Wüste.
Es war gelohnt, mit euch zu reden. In frühen Tagen auf Jeddah war ich dort, bevor die Präsenz des Imperiums anstieg. Was für eine Stätte. Ach so, ein Lichtschwert? Eine, die von Verehrern der Machtnutzer gebaut wurde. Wir wissen nur wenig über sie, aber ich fand die Erfahrung recht faszinierend. Vielleicht geht dir das auch so. Wir werden es uns ansehen. Okay. Nope. Wird er dir angezeigt? Gerücht. Zum Glück musstest du nicht durch den Sturm fliegen. Wie fühlt sich's an, wieder die Mantis zu steuern? Als würde ich nach Hause kommen. Warum dann das lange Gesicht? Ich war zu lange weg. Ich spüre meine Piloteninstinkte kaum noch. Ich weiß, wie hart es ist, Dinge wieder zu lernen, die man beiseite gelegt hat. Das ist es wohl, was? Trotzdem bereue ich es, dass ich die Mantis je hinter mir gelassen habe. Ich denke ständig, ich mache gleich einen Fehler. Du bist gegangen, als du musstest. Das kommt ganz schnell wieder alles zurück. Okay, okay. Du bist ein guter Freund, Kerl. Okay. Und du wolltest mich zur Mantis zurückbegleiten, ne? Ach, jetzt bin ich da wieder. Na ja, gut, aber wir gehen ganz offensichtlich noch nicht zurück nach. Boah, ich habe schon wieder gedacht. Hey, Kerl, warte. Mir ist die Tür hinter uns aufgemacht. Den hier habe ich schon seit ich selbstständig bin. Er hat mir aus üblen Situationen geholfen und vielleicht schafft er das auch für dich. Oh, ich weiß. Was das ist. Du bist Maren, richtig? Ich kann dir auch einen besorgen, wenn du willst. Also wenn du... Nicht nötig, Boat. Verstehe. Du hast alles klar. Blaster hat mein Meister stets missbilligt. Hast du nicht gesagt, dass einen nicht die Waffe zum Jedi macht? Wir allein gegen die Galaxis, Kerl. Gegen das Imperium müssen wir einfach jeden Vorteil nutzen. Danke, Bord. Also dann, zeig uns, was du drauf hast. Oh. Ja, davon habe ich gehört. Damals schon irgendwie vom Trailer irgendwie habe ich da irgendwie sowas gesehen. Ja, man kann ein Laserschwert, ein Lichtschwert und eine Knarre haben. Kell kann jetzt im Kampf den Blaster-Kampfstil einsetzen. Der Blaster-Kampfstil gewährt Fernangriffe und verbesserte Blaster-Bolzen. Ein echter Sturmtruppler steht nicht still. Und eine Pistole ja, abzweigen, wenn du einen Blaster. Gut so. Schlecht, Jedi. Und wie lange hast du für Sie gearbeitet? Ich arbeite nicht für Sie. Indem du Gegner mit Blaster-Kampfstil mit deinem Schwert angreifst. Oh. Oh. Konzentrier dich und drück den Abzug. Den Dummy ordentlich ein. Kerl mag keine Sturmtruppler. Wer mag? Beeindruckend. Okay. Ich denke jetzt. Ja, laufen wir damit rum, ne? Genug mit zwei Schwertern rumgelaufen. Ja. Kann man natürlich mal probieren, ne? Weil das habe ich schon gewusst, dass da ein Kampfstil. Ich glaube, es gibt noch einen Kampfstil, aber. Ich weiß nicht, was dieser Kampfstil sein könnte. Aber ich weiß, es gibt noch einen. Also, wohin gehen wir zuerst? Zurück nach Kobo oder auf seinen Mond? Oh, gehen wir mal. Ich denke, wir sollten uns zuerst die Ansiedlung aus der Zeit der Hohen Republik ansehen. Okay, mir hat abgenommen. Ich wollte noch nachdenken. Im rechten Moment drücken. Das ist eine kluge Operation, die sich Sia ausgedacht hat. Aber anscheinend gehen wir jetzt zuerst zum Dings. So viel Fels, eine natürliche Abschirmung gegen. Ich wollte noch im letzten Moment drücken, aber dann habe ich gesehen, da ist ein Zeitlimit. Wir reden jede Menge Holobücher als Wurfgeschosse. Jetzt weißt du, wie Sia dem Imperium so lange entkommen konnte. Sie sorgt selbst für ihr Glück. Sie hält einen großen Teil ihrer Macht zurück, um ein größeres Ziel zu erreichen. Ja, in ihr schlummert definitiv mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Das habt ihr gemeinsam. Okay. Es ist schön, dich wiederzusehen, Maren. Auf Dachsen, ja, noch. Viel Glück. Vielleicht bin ich noch hier, wenn du zurückkommst. Hoffentlich. Gut.
So, kann ich jetzt überhaupt hier raus? Ja, ne? Brauche ich das mal so einen Meditationspunkt zum Teleportieren, ne? Da oben ist auch noch was. Ja, das ist der Aufzug, ne? Da darf ich ja nicht hin, oder? Ich kann Leute mit meiner Dings hauen. Na gut. Ja, wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, aber ich will jetzt noch ein bisschen hier oben eiern, ne? Hier gibt es bestimmt noch einige Sachen, die ich erkunden kann. Ne? Die Macht, das will ich jetzt nicht noch mal versuchen. Warte mal. Jetzt habe ich ja so einen neuen Dings, ne? Na, guck mal. Blaster und dann gibt es ja noch irgendwas. Aber das ist, habe ich keine Ahnung. Von dem Blaster Lichtschwerter habe ich schon gewusst, ne? Aber so. Komm schon, Kumpel. Was die anderen sein könnten, was das letzte ist, weiß ich nicht, was das sein könnte. So, jetzt müsste ich erstmal wissen, wo habe ich denn hier noch nicht irgendwie hier mich umgeschaut. Da ist ein Gerücht, genau. Aber das ist ja voll weit entfernt. Wie komme ich denn da hin? Hallen von Ranbel, sollte ich nicht dahin gehen? Ich weiß gar nicht, wie ich da hinkomme. Gute Frage, ne? Ich weiß nicht, ob die Karte mir ja genauso erzählt, irgendwie, wo ich noch hin kann und so, ne? Machtriss, ne, das ist da, wo ich nicht hin kann. Wo komme ich denn da hin? Bin ich aufgedeckt. Nicht einfach runterspringen können. Ne, hier hätte ich so dahin gehen müssen, ne? Aber die haben nur gesagt, da kann ich nicht hin. Kann ich da jetzt hin? Da muss ich aber den ganzen Weg. Ich gehe nochmal dahin. Aber jetzt hat gelb, ne? Konnte da jetzt nicht hin, weil da irgendwie, weil ich noch in der Story was machen musste. So, hör mal, du musst jetzt erstmal dahin gehen, ne? Oder ich muss mir erst die Knarre abholen oder so. Musste ich sogar. Ist jetzt offen. Ihr wollt mich. Mein Gott. Na gut. Kommen wir ja noch erkundigen. Meisterin Janda hat uns gesagt, dass ihr kommt. Es ist eine Ehre, jemanden zu treffen, von dem sie so viel hält. Darf ich euch begleiten? Ich bin noch nie einer Hexe begegnet und habe viele Fragen. Cool. Wüstenportal. So sieht man sich wieder. Hey. Oh, du läufst jetzt hier die ganze Zeit rum mit uns. Okay, das macht, da wird es hier bestimmt sehr viel einfacher machen dann. So, und jetzt sind wir ja, wo wir da gesehen haben. Cool. Da oben. Alles klar. Hier entlang, hey, warte mal. Wenn ich jetzt diese Druiden finde, ne, kann ich die nicht einfach abschießen jetzt? Was denkt ihr? Es ist alt, verlassen und mitten im Nirgendwo. Ich nehme es. Perfekt. Okay, ATST in der freien Wildbahn auch noch. Oh Mann. So. Was ist denn da gerade passiert? Ich habe mich ausgeholt und das Viech ist gestorben. Aha. Ich glaube, das sollte nicht so sein. Das nennt man ein Powernap. G-
Gut gekämpft, Bestie. Du erinnerst mich an zu Hause, weißt du? Hattest du Hunger? Jetzt wirst du die anderen Kreaturen nähren. Was soll ich sagen? Oh Gott! Jetzt sieht er voll. Ich glaube, wie süß. So, läufst du normal. Nur die Ruhe. So, da müssen wir hin für die Quest. Wir müssen ja schon mal auf dem Weg dahin machen, ne? Ist aber schon auch irgendwie. Nen. Du bist, also ich dachte erst, das Viech tut sich hier die ganze Zeit teleportieren oder so. Pfad der Hartnäckigkeit. Ja, da können wir schon mal ein bisschen hier reingehen, ne? Und so gucken, wenn ich da überhaupt rein kann. Sogar zwei. Nee. Ich wollte auswechseln. Ich wollte gucken, ob ich das Ding abschießen kann oder so. Dann hier. Hey, Vorsicht, Gefahr in der Nähe. Ich fürchte, das hier geht nicht gut für uns aus. Wir müssen einfach nur unsere Pflicht gegenüber dem Imperium erfüllen. Natürlich. Nein. Hey, komm her. Wir sind hier zu verfolgen. Oh, das sind Raketen. Ha. Oh, ehrlich. Boah, von allen Viechern. Oh, wo bin ich denn jetzt? Oh. Aber da mache ich hier einen Schnitt und versuchen wir uns da noch mal in der nächsten Folge, ne? Ging das nach dem Plan? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder und dann tschüss. Keine Ahnung, tschüss.